Haben wir denn genug Essenz eigentlich? Jetzt um unserem Schwarm auch in irgendeiner Form und Weise schleudern den feinen Luftschmetterling dann auf den Boden, Explosion in der Nähe zu betäuben. Ach, können wir uns alles noch nicht leisten. So, was haben wir denn hier? Drücke 1, direkt eine Abfall, ein Schrotflinte für eine schnelle Pumpgun-Action. Strang der nächsten Schuss verringert wird. Oder? Schnelleres Nachladen, ja perfekt. Kann man gebrauchen. Da ist er. Dein Schild. Nehmt sie mir ab, bitte, Bruder. Ja, allmächtig. Nee, nix da allmächtiger. Da kommt was Allmächtiges aus deiner Brust. Sagt man nicht. Oh ja, das tust du. Oh, ich bin von irgendwas. Hörst du auf den drauf zu pinkeln? Das ist ja wieder. Kann man immer gebrauchen. Also die Herzen. Eine Kobra. Nein. So. Das war es. Oh. Tür auf. Ich habe einen Revolver. Ich bin jetzt ein Revolver. Ah! Ich werde noch mehr von dir treffen. Du doch nicht! Haben wir ein Problem? Auf der anderen Seite des Haus. Es ist Jackie. Wo ist Jackie? Ich sehe keinen Jackie. Oh, jetzt wird's witzig. Und tschüss. Natürlich habe ich die Finsternis. Super, einer. Hier ist nichts.
Was? Wo ist wer? Jetzt könnt ihr was erleben. Ja, wo soll meine Kraft denn sonst liegen? Du Pflaume. So. Wer da? Nein, tust du nicht. Dafür wird man auch noch belohnt. Du hörst auf... Ich wollte das noch essen. Spielzeugpistole. Sagt er einfach Spielzeugpistole. Okay, das muss irgendwo... Das ist ein Ende. Ah, nein, 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 nein. Ich sehe nichts. So vorhersehbar. Den Gral bereit machen. Bin ich tot? Oh, war das gerade. Eieieiei. Setze deinen inneren Dämon frei. Jo. Haben die mich schon wieder gefangen? Das erinnert mich so an Teil 1. Da wurden wir ja auch einmal von Eddie Schrode gefangen, soweit ich das noch richtig weiß. Ey, sag mal! Das tut weh! Was soll das werden? Er ist wach. Alter, er wird nicht ans Kreuz genagelt. Er muss sich konzentrieren. Womit habe ich das jetzt verdient? Er fühlt sich klebrig an. Ich mag das. Also bist du Igor oder was? Moment, was haben die mit Venus gemacht? Ist der Transfer abgeschlossen? Die haben sie jetzt nicht ausbluten lassen, oder? Du musst mir glauben, Jackie. Ich wünschte wirklich, dass es einen anderen Weg gäbe. Wir alle müssen schwere Entscheidungen treffen. Das ist deine. Du bist also der Pisser, der im Restaurant angegriffen hat, was? Sei ruhig und schweig. Hör einfach zu. Du hast etwas, das lange verschollen war. Etwas, das nicht dir gehört. Entscheide dich, es zurückzugeben. Nein. Was mit dir passiert, ist nebensächlich. Für mich zählt nur das eine. Ich will die Finsternis. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Alter, du bist hässlich. Natürlich nicht. Aber Tatsache ist, du bist unvorsichtig. Und viel zu viele Kriminelle in der Stadt glauben, dass ein Dämon in dir haust. Ja, das ist doch gut. Lassen Sie mich wissen, dass du der neue Wirt der Finsternis bist. Du hast bestanden. Wir wollen sie zurück. Kannst du auch einfach bitte sagen können. Ich spüre, wie du dich da drin bewegst. Wirst du nervös? Du bist zu dumm, um der Finsternis den Respekt zu zollen, den sie verdient, Jackie. Aber du, Inkebein. Die Gesellschaft eines Narren, den sie kontrollieren kann. Und verabscheut den Anblick eines intelligenten Mannes, der sie kontrollieren kann. Ich frage dich nur einmal. Wirst du mir die Finsternis aus freien Stücken überlassen? Nein. Wieso lässt du sie dir nicht einfach, wenn du schon so ein scheiß Genie bist? Würdest du nicht nur Speisekarten lesen, wüsstest du, dass es Regeln gibt. Der Wirt muss die Finsternis freiwillig aufgeben. Ich werde dir wohl bei der Entscheidung helfen müssen. Mr. Peevish, wären Sie so gütig? Was? Wer ist Peevish? Schau hin, Schönling. Das wird ein eigener Snuff-Film. Die Finsternis hat dich den Mord an deiner Freundin mit ansehen lassen. Dein erster bedeutungsvoller Akt als ihr Wirt war die Unterwerfung.
Sieh es ein, Jackie. Du wirst die Finsternis nie kontrollieren, niemals. Gib sie an Leute zurück, die das können. Der Strom der Essenz der Finsternis verrät mir, dass du bereits darüber nachdenkst, sie aufzugeben. Mal sehen, ob wir dir diese Entscheidung noch leichter machen können. Mr. Bray. So, das war deine Freundin, Jackie. Blasen mit Lippenpiercing kommt bestimmt gut. Was ist los? Ohne Kopf geht Blasen nicht mehr so gut, was? Boah, wenn ich den in die Finger... Jackie! Oh, Jackie! Verdammt, der ganze Ort hier wird überrannt! Gib nicht nach, Jackie! Noch haben sie uns nicht übermannt! Halt's Maul! Mit dem Bild von Jackie. Ihr werdet in der ganzen Stadt angegriffen. Wir haben die Mittel und den Willen, diese Organisation in die Knie zu zwingen. Und innerhalb von Minuten kontrollieren wir dein Zuhause. Also denk schnell, Jackie. Hier geht es nicht mehr nur um dich. Wenn ich rauskomme, werde ich's. Oder rechts. Ich will gar keinen... Was passiert, wenn ich das jetzt einfach weiterlaufen lasse? Ich habe nichts gedrückt. Ich habe gar nichts gedrückt. Der hat sich nass gemacht. Du hast das Richtige getan, Jackie. Zeig diesen Bastarden, dass keiner in unser Revier kommen kann. Halt deine verfluchte Fresse, du beschissene Leiche. Es war die falsche Entscheidung, den Geist aus der Flasche zu lassen, Jackie. Für die Finsternis bist du nur eine Marionette aus Haut und Knochen. Nein, wir sind Freunde. Gibst du mir die Finsternis aus freien Stücken? Nein! Leck mich! Dann nimm nicht aus freien Stücken! Ich versuche dir zu helfen, aber wenn du zu dumm bist, das zu erkennen, verhandle ich eben in einer Sprache, die du verstehst! Mr. Bragg, töten sie alle im Haus und reißen sie der alten Dame die Arme aus! Hey, ich könnte hier noch ganz andere Sachen abreißen. Na, was meinst du, Jackie? Du hast Jenny verloren, weil du die Finsternis nicht kontrollieren konntest. Und jetzt wirst du alles verlieren, was dir wichtig ist, weil du nicht vernünftig genug bist, um deine Grenzen zu erkennen. Schlag ihm die Zähne aus. Einen nach dem anderen. Autsch, autsch, au. Jetzt, aua. Jackie, du musst widerstehen. Ja, ist ja gut. Was versuche ich hier wohl? Ich wurde an ein Kreuz genagelt. Ist dir das eigentlich bewusst? Was ist denn jetzt hier kaputt? Oh, da hinter ist noch Licht. Oder auch nicht. Was ist jetzt hier kaputt? Jackie! Schütze! Die Finster! Niemals! Ich bin fertig mit dir! Sie dürfen mich nicht kriegen! Leck mich! Ich bin länger deine Marionette! Du wirst mir gehorchen! Gib mir einen guten Grund! Ich glaube, die Finsternis wird dir noch ein paar mehr geben. Jenny? Jenny! Ihre Seele gehört mir! Wo sind meine Zähne? Jenny ist tot, du Idiot! Konzentrieren! Gib mir die Finsternis, oder deine teure Tante Sarah ist Wurmfutter. Ich kann nicht... Ich habe keine Wahl, ich muss den Grab benutzen, Mr. Beavish. Die Binderituale sind fast vorbereitet. Nicht mehr lang. Gut, halten Sie ihn in Schach. Er soll so schwach wie möglich sein, wenn das Ritual beginnt. Widerstehe! Ja, ich triggere! Der Schrei! Der Wirt hat sich befreit! Ja, voll! Das hat... Aua! Fleisch ist Schwäche. Und nochmal das Ganze. Und ich habe auch R2 gedrückt anstatt R1. Lass die Finsternis. So. Töte das Licht.
Befehle! Der Gral! Raus und die verdammte Tür zu! Wie schnell der jetzt auf die Blätter fliegt. Jackie, sag nicht, du hättest keine Wahl gehabt. Das hast du dir selbst eingebracht. Und du hast es deiner Familie eingebracht. Ich habe nur versucht, dir zu helfen. Ja, wenn so helfen aussieht, ne? Die Finsternis lässt das nicht zu. Aber wenn du rauskommst, wird deine Tante ausgeweidet und entbeint sein. Und du hast nichts gewonnen. Denk darüber nach, wie hilflos du bist. Denn das nächste Mal frag ich nicht so nett. Ich reiß dir gleich... Ich reiß ihm die Beine aus. Der Kral für Jenny. Oh, ich hab 1000 Tralala. Ja, komm hier. Explosion muss gerade warten. Ich muss hier Sachen kaufen. Oh, das kann ich mir das immer noch nicht leisten. Die Abklingzeit Schwarm ist viel kürzer. Oh, das ist sehr gut. Was ist das, Jack? Kann ich Wände durchsehen? Und schießen, während die Waffenkanalisierung aktiv ist. Ah, okay. Du erhältst mehr Gesundheit. Killerhinrichtung. Och, joa.